liebst Pranks genauso wie wir? Oh my God. Wow. Dann bleib dran. Diese Folge ist genau das Richtige für dich. Wie bringt man Abwechslung in die Stunde? Natürlich mit einem kleinen Imbiss. Was geht über deine Lieblingsbonbons? Jess hat eindeutig Ahnung von denen. Hey Jess, versteckst du da etwa Süßigkeiten? Please. Gib mir auch was ab. Bitte, bitte. Wow, das ist lecker. Kann ich noch was haben? Bitte, bitte. Okay. Wow. Du kannst sie alle haben. Wow, du hast Bonbonschuhe? Voll krass. Solche kannst du dir auch machen. Schnapp dir nur ein sauberes Paar Schuhe und doppelseitiges Klebeband. Ja? Damit machst du jetzt die Bonbons fest. Fertig. Oh, no. Moment mal. Was sollen diese Schuhe hier? Keine Süßigkeiten im Unterricht. Tja, Jess, dieses Geheimnis hättest du wohl lieber für dich selber behalten. Jetzt musst du bis zum Ende der Stunde warten, wenn deine Bonbons bis dahin überleben. Ich liebe Chemieunterricht. Diese ganzen Formeln und Gleichungen. Huh? Aber was ist mit der Lehrerin los? Oh, ich muss ihr dringend helfen. One minute. Ich hab's. Mrs. Green? Hier, bitte sehr. Huh? Oh, no. Ted, du willst, dass ich Kleber trinke? Diesen Trick hat Ted für seine Freunde vorbereitet. Den kannst du ganz einfach nachmachen. Schnapp dir eine saubere Kleberflasche und gib da etwas Sprite rein. Jetzt kommt etwas Lebensmittelfarbe und Glitzer dazu. Schon ist der Trinkkleber fertig. Ted, geht's dir noch gut? Kleber ist doch total ungenießbar. Wie kannst du den bloß trinken? Na, hat dir der Trick gefallen? Viel Spaß beim Nachmachen. Tja, Ted, du hättest besser Gouache mitgebracht, anstatt Buntstiften. Schau, wie kräftig die Farben bei Stan aussehen. Aber wenn du dir einen Spaß im Unterricht erlauben möchtest, dann ist das hier die richtige Möglichkeit. Wow! Schau mal, Stan, dort ist Jess. Wenn du deinem Mitschüler direkt in der Stunde einen Streich spielen willst, dann schau mal zu. Schnapp dir seine Farbbecher, kipp die Farbe raus und stattdessen setzt du einen Slime rein. Stan, da ist schon wieder jemand. Oh, doch nicht. Jetzt nehme ich mal diese Farbe hier. Hä, was ist mit dem Ding los? Ist es schlecht geworden? Wieso sieht es aus wie Popel? Ich hätte lieber Buntstifte mitgenommen. Endlich kann ich mir einen Imbiss erlauben. Ich bin so hungrig. Nutella-Brot. Weniger Brot, mehr Nutella. Mmm, yummy. Oh, ich glaube, da ruft mich jemand. Oh, was ist? Ist es Jess? Und schon ist Stan da. Der ist ein ganz mieses Naschtier. Er lässt sich die Chance nicht entgehen. Ihm ist egal, dass das nicht sein Nutella-Brot ist. Was? Wo ist mein Sandwich hin? Menno, ich habe mich schon so darauf gefreut. Na gut, dann genieße ich jetzt einfach meine Chips. Oh ja, mit Käsegeschmack. Das sind meine Lieblingschips. Jess, bist du da schon wieder? Oh. Wendy sollte ihr Essen wirklich nicht unbeaufsichtigt lassen. Stan wird ihr nämlich keine einzige Chips übrig lassen. Ich hatte doch eine ganze Schüssel Chips. Wo sind die alle hin? Ach, so ist das. Stan klaut mir mein Essen. Na, der wird das noch bereuen.
Der Racheplan ist wohl durchdacht. Dafür wirst du nur Oreo-Kekse brauchen. Das Weiße isst du selber. Und statt der Creme kommt jetzt Senf rein. Oder Wasabi, was du eben mehr magst. Du machst das mit ein paar Keksen und fertig. Aha! Oh, mich ruft schon wieder jemand. Ich komme schon. Na, Stan, was hältst du von diesen feurigen Keksen hier? Ach was, die gefallen dir nicht. Mensch, Wendy hatte sich doch solche Mühe gegeben. Cola und Pommes, es gibt nichts Besseres. Warte kurz, Emily, ich muss nur antworten. Wie lange will sie noch plaudern? Die tratscht ja schon eine Ewigkeit. Hat sie mich einfach vergessen? Okay, das werde ich ihr heimzahlen. Ich weiß auch schon, wie. Emily, du scheinst eine gute Idee zu haben. Du brauchst nur Jess Cola und den Ketchup für die Pommes. Den Strohhalm steckst du jetzt in den Ketchup, den du in den Cola-Becher stellst. Ah, tut mir leid, Emily. Oh. Was ist das denn? Jess, so schnell lässt du deine Freundin jetzt wohl nicht mehr allein. Hi. Stan, Lust auf einen Zaubertrick? Ich brauche nur etwas Wasser. Sie gibt das Wasser in die Tasse und nichts landet auf ihrem Kopf? Wow, wie geht das? Wir probieren es noch einmal. Jess gibt Wasser in die Tasse. Die Tasse hält sie über dem Kopf und die Flüssigkeit verschwindet. Das ist ja wahre Magie. Ich will das auch mal probieren. Gib mir mal die Flasche. Also, das Wasser kommt in die Tasse. Ich halte die über dem Kopf. Nein, Stan, du bist kein Zauberer. Er ist jetzt völlig nass. Was ist also das Geheimnis? Na, der Schwamm, der in der Tasse versteckt war. So, so, Emily ist noch nicht da. Ich habe also noch eine Möglichkeit, mich an ihr zu rächen. Für all die Streiche, die sie mir gespielt hat, hier kommt diese Gummispinne. Ah, und da kommt auch schon Emily. Wahrscheinlich will sie sich ihre Lieblingsserie reinziehen. Hä? Was ist das da? Etwa eine Spinne? Nein! Okay, diesmal ist es Stan gelungen, ihr so richtig Angst zu machen. Mensch, hat die einen Schreck bekommen. Aber dafür wird es sicher noch eine Revanche geben. Stan, das wirst du noch bereuen. Na, Wendy, hast du die Nase voll von Hausarbeit? Dir fehlt es an Spaß? Hast du wieder eine Idee? Für diesen Prank braucht sie Muffins. Die werden aber nicht gegessen. Nein, die zerkrümelt man in einen Blumentopf. Und wenn diese süße Erde fertig ist, macht sie sich an die essbaren Regenwürmer. In etwas Wasser kommt Gelatine und dazu noch einen Löffel Nutella. Jetzt kippt sie die Mischung vorsichtig in Strohhalme. Und wenn alles erstarrt ist, kann man die Regenwürmer vorsichtig ausquetschen. Ab in den Blumentopf. Sind die nicht süß? Oh, Wendy, ich habe dich überall gesucht. Oh my God. Du isst etwa Blumenerde mit Regenwürmern? Hast du sie noch alle? Oh my God. Okay, über Geschmack lässt sich streiten, aber so eine Delikatesse ist nicht für jedermann. Haben dir die Pranks gefallen? Dann folge unserem Kanal und die nächsten Videos warten schon auf dich. Tschüssi, tschüss.